Und dann, wie gedachtet ihr, sollten wir zuerst übersetzen oder erst die Pferde? Das ist mir völlig egal, aber während wir hier dabei sind, diesen prächtigen Streitwagen zu zerlegen, könnt ihr schon mal entweder selbst hinüberrudern oder das wird dann einer von uns machen, Ahmad oder Bu oder. Habt ihr denn schon einmal einen Streitwagen zerlegt? Er zwinkert dir zu. Ach, das ist alles das Gleiche. Kutsche, Streitwagen. Man muss nur an der richtigen Stelle etwas klopfen und dann fallen die Räder auseinander und das kriegen wir schon wieder hin. Ich denke, Magister, wir haben da doch wohl immer ein Auge drauf. Ich denke Macht ihr wohl. das? Ich werde unterdessen mich um die Pferde kümmern. Tut das. Ich guck mir kurz mal an nach den wahrscheinlich Nieten und Nuten und sag schon, Nägeln, die man ziehen muss oder drücken muss oder ziehen muss, wie auch immer. Ja, das Vermutlich ist lässt sich die Axt abnehmen. für dich natürlich eine Mechanikprobe, ne? Eine ganz normale. Jo. Ich wäre ja für Stellmacher. Schellmacher wäre natürlich auch drin, aber ich glaube, mit einer Mechanikprobe, wo ein paar Punkte übrig bleiben, würde das natürlich gelingen. Klar, so eine Ja. Ableitung mit plus 10 würde natürlich auch dann gehen, aber ob wir die plus 10 brauchen, ne? Also du würdest da auf alle Fälle dann auch ratsam dann zur Hand gehen und dann auch aufpassen, sodass du dann später wieder zurück am Hafen das Ganze auch wieder zusammensetzen kannst, was natürlich viel wichtiger ist. Richtig. Sagt Magister, ich dachte, im Horrorreich seien Streitwägen aus der Mode. Habt ihr denn gelernt, das Ding auseinanderzunehmen? Nun ja, es ist Mechanik. Es ist nicht wichtig, wozu es dient, beziehungsweise es ist schon wichtig, wozu es dient, aber man muss die richtige Reihenfolge in der Zusammenbau und der Armatur nicht beachten. Dazu ist es eminent wichtig, diese Schrauben möglichst an den gleichen Stellen zu deponieren, an denen sie entnommen wurden. Dann bekomme Bild ich einmalig. von Chiaras währenddessen mal eine Abrichten- und eine Botefahrenprobe. Natürlich. Da es Pferde sind, zählt ja meine Spezialisierung. Ja, selbstverständlich. Du hast die Farbe deiner Würfel geändert. Ja, und das ist gar nicht so eine gute Probe. Die Würfel gerasen mich. Raya, ah, ja, hilf mir. Ja, wenn du mir auch nochmal zwei Karma-Punkte für zwei Karma-Punkte würde ich die Probe dann auch noch ein bisschen modifizieren im Nachtrag. Da lächelt Raya dann bei so einer schäbigen Probe natürlich dann auch gütig auf dich herab, aber da will ich trotzdem zwei Karma-Punkte für haben. Da kommst du. Ja. Gut, ja, ihr könnt dann sehen, wie Kiaras laut ruft und versucht dann vor allem dann auch diejenigen, die Boote dann zu rudern, ja, anzuweisen, wie das dann ordentlich geht. Das ist dann sehr unzufrieden. Die Pferde haben große Angst, gerade wenn dann auch dieser widerliche, eitrige Gestank nach oben in die Nüstern steigt. Und auch Kiaras hat so das ein oder andere Mal Probleme, dass er sich hier nicht erbricht wegen dieser weißen Suppe, auf der ihr dann hier rumschwimmt, treibt. Und nach könnt ihr dann die Pferde, die hier warten, dann rüberbringen, die dann in die Mitte, direkt zwischen die beiden Masten dieser, ja, zweimastigen Talukka dann angebracht werden, wo dann Boltax sich auch so ein bisschen nach und nach entfernen müsste, wenn er dann nicht irgendwie, ja, bei den Pferden zwischen den Beinen stehen will oder kriechen will. Also Boltax müsste sich dann so langsam mal heben, während dieser Prozedur. Und ja, wenn Abel mir dann auch fertig ist, ihr habt dann eine ganze Menge an Zeit gespart, könnt dann auch Jalan und Abel mir übersetzen und mit den auseinandergebauten Streitwagen Quadriga-Teilen dann aufsetzen, sodass ihr nach einer halben, dreiviertel Stunde Abreise bereit seid. Betrachte mir beim Rüberrudern mal die Talukke. Macht die einen sonderlich seetauglichen Eindruck oder ist das ein richtiger Seelenverkäufer? Seefahrtprobe, das ist eine ganz normale Seefahrtprobe. Steuermann zählt nicht, oder? Na, das macht keinen Steuermann Sinn. zählt nicht, nein, Das macht aber keinen Sinn. thulamitische Schiffe würden zählen. Ja, tut mir leid, dass ich Seefahrt jetzt nicht auf thulamitische Schiffe spezialisiere. Ja, also sie fällt nicht auseinander. Das ist wesentlich besser als das, was in Perikum normalerweise zu finden ist. Ja, Kiaras kratzt sich auch so ein bisschen über den Kopf und ihr seid euch nicht ganz sicher, das funktioniert. Da kommt man auf alle Fälle bis nach Zorgan mit. Ob man damit über den maraskanischen Sturm kommt, ist nochmal eine ganz andere Sache, aber das wagt ihr euch dann ohne eine gesonderte Inspektion von der inneren Seite, dann könnt ihr das einfach nicht einschätzen. Nun, Karina, was denkt ihr? Sollte ausreichend sein, oder?
Nun, wir fahren nicht direkt durch den Sturm nach Maraskan, also ich bin zuversichtlich. Weit ist die Reise ja nicht. Ja, wenn ihr dann die Strickleiter nach oben klettert und dann die Boote nach und nach eingezogen werden von den anderen Matrosen, könnt ihr dann auch sehen, wie Boltak so ein paar Kotzebröckchen im Bart hat. Sein Bart ist ja nicht sonderlich lang, aber ja, auch Isarun und auch Rafim sehen nicht sonderlich erfreut aus. Ja, das Schiff ist gerade sehr viel enger geworden mit den Pferden, die jetzt hier in der Mitte stehen. Und aus dem Innenraum unten könnt ihr auch sowas wie ein Mähen einer Ziege hören. Was zur Hölle? Ich glaube, die schmuggeln irgendwas. Ziegen? Ich glaube nicht, dass die Ziegen schmuggeln, aber irgendwas halt. Aus der Stadt heraus. Vielleicht haben wir der Ziege irgendwas zu fressen gegeben und schmuggeln es in der Ziege. So, Tolamiden ist ja alles zuzutrauen, oder? Was fällt euch ein, dass man ein Perikum bekommt, aber nicht in Aranien eingeführt werden darf? Habibi! Habibi, Jamila, Sidi, Sayidi, wir haben noch einige Geldbeträge zu klären, nicht wahr? Ich habe bereits einen Dukaten von euch bekommen, einen symbolischen Auftrag, euch nach Zorgern zu bringen. Und das kann ich natürlich ermöglichen. Nur 20 Stunden brauchen wir. Aber wir wollen natürlich auch bezahlt werden, meine Mannschaft ist hungrig. Aber selbstverständlich, Hälfte im Voraus, nicht wahr? Nein. Ich möchte die 40 jetzt haben. Boltax? Oh, ja. Ich fürchte, unterm Geldgeber geht das momentan eher schlecht. Ich gehe mal zum Boltax hin, klopfe ihm auf die Schulter. Nun, wie geht es euch? Ach, doch so gut. War keine gute Idee auf dem Schiff. Ich hab's euch gesagt. Erinnert euch. Oh, Boltax, ihr habt eine ganz grüne Nase. Kommt mal kurz her. Darum kümmern wir uns kurz. Ja, danke. Oh. Meine Herren, mir ist es komplett egal, wen ich hier befördere. Ein Bannstrahler, ein Pfeil des Lichts, ein Magister, Schwarzmagier, Sklaven. Ich schmuggel alles, aber ihr müsst mich natürlich auch bezahlen. Gemach. Es wird sich bei Zeiten umgekümmert. Wir sind ja nicht einmal eine Stunde aus dem Perikumer Hafen hinaus. Ich sage nur, sonst müssten wir zurückfahren und dann müsstet ihr dort wieder von Bord gehen und dann würden sie euch wahrscheinlich auch finden und das wollen wir alle nicht. Das wird nicht nötig sein, wie gesagt, unserem Geldgeber gibt es gerade etwas schlecht, aber nehmt doch diese 9 Dukaten hier erst einmal zum Zeichen unseres guten Willens. Ja, damit bekommt ihr auch einen Tee hier an Bord. Herzlich willkommen auf der Rede von Tanusa. Ihr sagt, guter Mann, wozu dient diese Ziege? Die Ziege im Unterraum, ja, das werdet ihr morgen sehen. Wir werden jetzt, wie gesagt, durch die Nacht einmal segeln, wenn ihr dann mögt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich auch den Wachen anschließen. Es ist immer die blutige See, aber wir werden auch einige andere Wachen aufstellen, die dann auch wissen, was zu tun ist. Aber ihr dürft euch natürlich dem gerne anstellen. Ansonsten, wenn ihr wollt, dann kann ich euch den Zeitplan, den Tagesablauf für entweder heute Nacht und auch morgen geben, wenn ihr mögt. Es kann nicht schlecht sein, darüber zu informiert sein, wer welche Wache schiebt. Ich bin übrigens Rafim ibn Umyaid. Verzeiht, wenn ich euch nur Rafim nenne, ohne euch zu beleidigen. Gar kein Problem. Sayid. Der Name ist halt auch wunderschön. Muss man ja auch mal so sagen. Natürlich, Rafim. Danke. Nun, ich denke, wir werden uns auf die Wachen verteilen. Wir werden das unter uns klären. Ausgezeichnet. Ich denke, wir werden gut miteinander klarkommen. Wenn irgendwas ist, dann wird sowieso die Glocke erklingen und ihr werdet hellwach sein. Ansonsten bekommt ihr unten in den Lagerräumen, haben wir noch einige Hängematten, die ihr benutzen könnt. Da könnt ihr euch dann hinlegen. Ich hoffe, meine Männer stinken nicht arg zu sehr. Ich ziehe es vor, hier auf Deck zu bleiben. Und es riecht vielleicht nicht besser, aber... Dort unten ist es mir doch ein wenig zu, soll ich sagen, rustikal. Ganz wie ihr mögt. Wir haben leider keine horasische Korvette oder wie man das nennt. Ich kenne mich mit der anderen Seite der See nicht aus. Karavelle, mein Bester. Karavelle. So etwas gibt es hier nicht. Wir haben nur feste Mapotten und, alanfanische Galeeren. Alles andere dazwischen. Taluken, Zitraken. Nun ja, man kann nicht alles haben, nicht wahr, mein Bester?
Hauptsache, dieses Schiff ist schnell genug und bringt uns rechtzeitig noch Zorg an. Ja, mehr wie verlangen gesagt, wir nicht. Wie gesagt, mit 30 weiteren Dukaten können wir gerne darüber reden. Ansonsten, um 4 Uhr wird die Mannschaft von einem Steuermann durch das Läuten der Schiffsglocke geweckt. Das ist also ein ganz normaler Fall, wenn ihr die so um 4 Uhr hören solltet. Dann beginnt der Wachwechsel. Die Wachen betragen immer 4-Stunden-Schichten. Und dementsprechend könnt ihr euch auch diesen ganzen Modular anschließen, wenn ihr mögt. Wie ihr das unter euch aufteilt, ist natürlich eure Sache. Aber es macht natürlich an Bord Sinn, das auf 4 Stunden zu verteilen. Zum Wachwechsel müssen alle Matrosen draußen an Deck angetreten sein. Um 5 Uhr gibt der Smoothie für alle Mannschaftsmitglieder Wasser aus. Die Offiziere und die Würdenträger erhalten Tee. Da ihr Würdenträger seid und für 40 Dukaten, bekommt ihr natürlich auch einen Tee zu diesem Frühstück. Aber da wir unseren Handel natürlich auch mit einem Tee abschließen, können wir auch gerne jetzt noch einen trinken. Ansonsten gibt es um 5.15 Uhr die Bordmesse, da unser Effort-Geweihter leider gestorben ist. Er zuckt mit den Schultern, wird die leider ausfallen. Wir werden uns diesem doch mit eurem Segen gerne annehmen. Wenn ihr mögt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Er blickt dabei zwischen dir und Kiaras hin und her, zuckt dann wieder die Schultern, wie auch immer. 5.15 Uhr die Bordmesse, 7.30 Uhr gibt es Frühstück, das ist für euch Tee und Zwieback. Um 8 Uhr ist die Wachübernahme und Arbeitsbeginn, das heißt sowas wie Deckschrubben. Das ist natürlich für euch in diesem Fall nicht so sehr erforderlich, da ihr Gäste an Bord seid und nicht arbeitet. Um 8.30 Uhr ist die Offiziersbesprechung in der Messe, um 11.30 Uhr gibt es wieder Mittagessen, das heißt Suppe, Brot, Früchte und Pökelfleisch und um 19.30 Uhr wieder Abendessen. Wir werden so gegen 20 Uhr, hoffe ich, Zorgern erreichen. Dann heißt es, es ist wieder dunkel. Aber Zorgern ist in der Nacht besonders schön. Hat Dank, mein Bester. Klingt ja wunderbar. Ich freue mich jetzt schon darauf. Das klingt lange. Rafim, können wir kurz was besprechen? So, wir beide von Rafim zu Rafim. Ja, selbstverständlich. Ja, komm, folgt mir doch mal an die Reling. Ja, ich nehme Boltax mit zur anderen Seite. Oh je. Rafim, so von Rafim zu Rafim. Habt ihr vielleicht zufällig vor, die Ziege in einem gar, sagen wir mal, unheiligen Ritual zu opfern? Unheilig nicht opfern, ja. Wem? Den Drachen, wenn sie hier kommen. Den Drachen? Genau. Na dann, das klingt doch gut, Rafim. Ich würde den Zwergen das nicht erzählen, wenn ich du wäre. Nur so ein Tipp. Wir können uns die Ziege auch einsparen, dann gibt es zum Abendessen Ziegenfleisch, aber dann müsstet ihr gegen die Drachen kämpfen. Was meinst du jetzt genau mit Drachen? Meinst du einen großen Drachen, einen kleinen Drachen, einen sehr großen Drachen, einen unschuldigen Drachen? Schon die großen Drachen. Das werden dann so, wenn sie in Schwärmen kommen, 5 oder 6 Stück sein. Und wir helfen uns da einfach dann aus, deswegen war die Überfahrt auch so teuer, mein Freund, dass wir diese Ziege über Bord schmeißen und dann haben wir unsere Ruhe, Habibi. Ich finde, das ist ein guter Plan. Ob ihr den anderen das so offenlegen solltet, würde ich dahingestellt lassen. Ja. Übrigens, wie sieht's dazu aus, wenn man theoretisch ein bisschen Geld in deine Richtung wandern lassen würde und man würde mehr von dem Fleisch bekommen und weniger von dem anderen Scheiß? Auf ihm? Ja, natürlich, das würde gehen. Also ja. Wir haben jetzt für so eine kurze Reise sicherlich genug Pökelfleisch, wir können dann in Zorgern wieder einkaufen. Das geht also. Wir werden hier die Tage dann... Auf Dukaten zustecken. Ich bin mir sicher, ihr könnt das organisieren. So ja, schiebt er sich direkt unter den Gürtel. Ihr müsst übrigens wissen, wenn ich nicht unter die Seefahrer, sondern unter die Flussfahrer gegangen wäre, dann würde ich Rafim ibn Rafim heißen und nicht Rafim ibn Omjad. Das wäre ja noch besser. Ich bin gar neidisch. Wenn ihr jetzt auch eine Flussfahrerkarriere ansteuern würde, dann würde ich ja auch Rafim ibn Rafim heißen. Ja. Vielleicht. Jetzt winkelt er zu. Wenn ich mal alt bin und Zeit habe für sowas. Kuntium ist voller Geheimnisse, Effendi. Ich höre nur Gutes. Und viel Schlechtes. Aber da, die Leute erzählen immer nur das Schlechte. Also gut, dann rede ich mal mit dem Smoothie, Habibi. Das klingt doch wunderbar. Ja, er klatscht einmal in die Hände, dreht sich um. Tee, Tee. Und dann guckt er wieder zu Boltax. Ich bekomme noch etwas Geld von euch. Ja, während die beiden geredet haben, habe ich Boltax zur Seite genommen, mit einem Tuch ihm erstmal so den Bart ein wenig gereinigt von den Überresten seines Frühstücks. Ja, wie so einem alten Mann kannst du ihm dann die Kotze aus dem Mundwinkel wischen. Boltax, mein Freund. Zittert auch so ein bisschen. Schaut mir in die Augen. Ja. Alles wird gut werden. Lasst einfach Rajas Frieden durch euch hindurchfließen. Spürt den Mut, den sie euch schenkt.
spürt, wie sie euch die Ängste nimmt. Und ich gebe ihm Harmonisegen. Und zwar einen aufgewertet auf Zeit. Logi jetzt natürlich auch. Ich hätte ihn jetzt getreten und gesagt, reiß dich zusammen. Damit hat er jetzt minus 15 auf seine schlechten Eigenschaften für 15 Stunden. Ja, ja. Ansonsten hätte die Meeresfahrt, die Meeresangst natürlich mit minus 10 voll gekickt auf alle deine Talente, die du irgendwie benutzen willst. Aber so, mit einem Reihergeweihten, können wir nochmal drüber reden. Ich werde euch später noch ein wenig mehr über die Seefahrt beibringen und ihr seid doch gut mit den Elementen. Lasst mich euch ein wenig über das Element Wasser erzählen. Er wirkt gerade wie in so einem kleinen Drogenrausch, wie er gerade so lächelt. Das ist eine gute Idee. Was gibt es denn über das Wasser zu wissen, was ich noch nicht kenne? Schließt einfach die Augen. Hört es. Hört die Wellen, wie sie branden. Spürt, wie unter euch sich das Wasser bewegt. Wehrt euch nicht dagegen. Bewegt euch damit, wie in einem Fluss. Kämpft nicht gegen das Wasser. Niemals dagegen kämpfen. Sondern einfach treiben lassen, spüren, ein inneres Gleichgewicht finden und dann werdet ihr nie wieder damit Probleme haben. Ja, ich tue, wie mir geheißen. Spürt den Wind, der durch eure Haare streift, hört ihn und ihr werdet darin eine Harmonie finden zwischen Wasser und Luft. Ja, das klingt vernünftig. Das klingt gut. Eine Harmonie der Elemente. Genau das. Ja, der Zwerg wird ruhiger und ist dann auch in sich gefasster. Karenor? Ja? Was habt ihr dem Kurzen gegeben? Ich schaue 2 Minuten über die Reling. Oh, nichts Schlimmes. Nur ein wenig ihm gezeigt, was die liebe Rajas nicht alles erreichen kann. Ich schaue mal Hilfe suchen nach links, dann nach rechts, dann entscheide ich mich, die Frage nicht weiter zu verfolgen. Wie auch immer, Voltax, habt ihr euch zusammengenommen? Ja. Gut. Wenn ihr die Güte hättet, doch vorerst unseren Kapitän zu bezahlen. Ja, natürlich. Hier, bitteschön, alles gut. Da kam noch mal ein Edelstein raus für 30, 40, keine Ahnung, so um den Dreh rum. Ist mir egal. Ja, gleiches Spiel, er wird wieder reingucken, du darfst wieder mal auf entweder Fingerfertigkeit oder Taschendiebstahl würfeln und wieder einmal wird seine Sinnschärfe dagegen gewürfelt. Ah, die ist in diesem Fall nicht so gut und bei dir ist sie besser, kannst dann wieder die Kordel zuziehen und er kann den Blick nicht mehr ganz reinwerfen, sodass er dann zufrieden lächelt. Ankerkette lichten! Unter Deck bringen! Männer, Achmat in den Besanmast! Rahmsegel setzen! Rassen anlegen! Effert und ganz Perikum sieht uns zu, Männer! Und wieder einmal zucken die ganzen Stoffbahnen nach unten, Holz klackert, Metalle und einige Seile, die dann straff gezurrt werden, ein ganzer Ruck geht durch das Schiff und ihr setzt Segel in Richtung Zorgan. Nun, meine Herrschaften, damit sind wir auf dem Weg. Ja, sollte ich über Bord gehen, werft mir bitte einen Anker hinterher. Dann kann ich mich an etwas festhalten. Ihr wisst schon, dass der Anker sinken wird? Habe mir. Lass gut sein. Ja, natürlich, Boltax. Das ist gut. Dann kann mir ja gar nichts passieren. Weh, ihr habt den Bohrenwald verteilt, wenn ich gerade mal 2 Minuten weg bin. Keine Sorge. Ihm geht's einfach nur wieder gut. Ja, musste nur die Harmonie der Elemente, die hier auf diesem Schiff herrscht, erst einmal in mich aufnehmen. Aber jetzt bin ich ein ganz neuer Zwerg. Ein wenig Harmonie würde uns allen gut tun. Blick über die Reling auf dieses eklige Wasser. Sicher, sicher. Beim Thema Harmonie bin ich der Einzige, dem dieser Kapitän seltsam, sagen wir, angepasst vorkommt. Bist du ein Tulamider? Ich meinte an die See, nicht an uns. Und wenn man hier lebt und ein Seemann ist, wird man sich auch zwangsläufig anpassen müssen. Richtig, der verdient hier schließlich seinen Lebensunterhalt.
Es wäre viel erschreckender, wenn wir einen Seemann hätten, der nicht an die Gegebenheiten hier angepasst ist, die seit Jahren herrschen. Wir sollten vielleicht nicht unbedingt einen Blick auf seine Warenliste werfen, aber ansonsten... Natürlich nicht. Er ist Thulamide. Es wäre sehr unerhört, wenn wir ihn hinterfragen. Aber er hat da einen guten Punkt gebracht. Wir sollten definitiv auch Wachen aufstellen und mindestens einer von uns muss immer wachsam sein. Ich will zu jedem Zeitpunkt 2 Mann einen Unterdeck einüber. Ich glaube auch, 2 Mann sind besser als einer. Das denke ich auch. Gerade bei dieser kurzen Reise ist das ja auch durchaus möglich. Nun gut. Also wer will die erste Wache übernehmen? Das sind 20 Stunden, 4 Stunden, 6 Wachen habe mir, 6? 5 Wachen. War nah genug dran, 5 Wachen. Das gut, ich werde die erste Wache unter Deck übernehmen und mich um die Pferde zu kümmern. Ich denke, der erste Abschnitt der Reise wird für sie der schlimmste sein. Ich glaube nicht, dass die unter Deck kommen können. Ja, aktuell sind die zwischen den beiden Masten hier direkt in der Mitte angebunden. Dann bleibe ich über Deck und kümmere mich um die Pferde. Dann werde ich wohl die erste Runde unternehmen und mich mal nach unseren Schlafplätzen umsehen. Vielleicht sollten wir ein Tuch aufspannen, um die Pferde vor den auf See aggressiven Strahlen Praios zu schützen. Habt ihr ein Tuch? Nun, ich denke, der Kapitän wird also auch ein Segeltuch übrig haben, was man aufstubbern kann. Man könnte ihn durchaus fragen, ob er genug Segeltuch als Ersatz hat, um ein Zelt aufzuspannen. Ich denke, dann wird es den Pferden vielleicht etwas besser gehen. Fragen kosten nichts. Doch, es ist ein Thulamide. Fragen kostet was. Ich werde gleich fragen. Warte einen Augenblick. Ich stapfe mal wahrscheinlich zum Steuerrad, wo er wahrscheinlich steht. Ja, genau. Also du kannst da so eine kleine Treppe dann nach oben stapsen. Normalerweise, zumindest früher, gäbe es hier sowas wie Wachen, aber das ist hier in dem Fall nicht gegeben. Die Mannschaft ist aktuell hoch damit beschäftigt, in den Segeln noch für Ordnung zu sorgen, so ein paar Taue nachzuzurren. Und dann kannst du auch direkt dann neben Rafim treten, der sich da nochmal ein bisschen vor allem guckt, dann nicht in Richtung Horizont, sondern immer noch nach oben, was da seine Jungs machen. Moin, Kapitän. Sidi, was kann ich für dich tun? Ich würde vorschlagen, wenn ihr ein Stück Segeltuch habt, dass ein Segel aufgespannt wird, das die Pferde vor Praios Strahlen schützt. In der Nacht? Nur am Tage, dachte ich mir. Nun, aktuell wird wohl Boronstund vorherrschen, aber ich kann natürlich auch jetzt schon so etwas wie ein Segeltuch darüber zorren, damit sie vor der Gischt in Sicherheit sind, denn ich glaube, die Gischt sollte man nicht unbedingt aufnehmen, davon wird man krank, Effendi. Das ist eine hervorragende Idee. Er hält seine Hand auf. Ja, kram mein Unterhemd und hol mal so einen Beutel raus und mach's ganz direkt vor mein Gesicht auf und zieh mal eine Dukate raus. Ja, wie so ein Kurzsichtiger. Genau. Ja, er guckt die Dukate an, schüttelt dann so ein bisschen enttäuscht mit dem Kopf. Effendi Magus, wir müssen jetzt wichtige Stofftücher zerschneiden, damit wir eure Pferde vor den Stürmen bewahren können. Es geht doch hier um teuerste Zuchtpferde. Was würde denn der Rayani dazu sagen, wenn diese Pferde krank werden? Ihr müsst kein Tuch zerschneiden. Faltet es einfach in der Mitte, wenn es zu groß ist. Ihr wisst, wie es funktioniert, wie man ein Tuch faltet. Und ihr seid clever genug, um zu wissen, was ich will. Es geht mir nicht darum, dass ich irgendwas zerschneiden muss. Was verlangt ihr? Effendi Magus, gib mir doch noch einen... Seid doch nicht knauserig wie ein Grollen. Füllt auf 5 Dukaten auf und wir werden uns einigen, Effendi. 5 Dukaten für... Was kostet denn ein einzelnes Pferd? Ich würde mal sagen, ein solches Pferd mehr als 100 Dukaten und ihr habt davon 6, 7... Einigen wir uns auf 3 Dukaten. Effendi, das können wir natürlich auch so klären. Ja, er macht wieder so eine winkende Bewegung. Also Handel ist auf alle Fälle drin. Man muss nur wissen, wie es geht, aber... Denkt einmal
ihr habt unsere Dankbarkeit auf ewig. Und in dieser Zeit, in diesen Gewässern... Eure ewige Dankbarkeit. Nun, Dankbarkeit auf dieser Reise von einem hilfreichen Magus kann in dieser Situation manchmal die entscheidende Wendung bringen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ihr kennt meinen Namen. Ich bin Rafim, aber wie darf ich denn euch Effendi Magus nennen? Nennt mich Jamorenes. Jamorenes. Sehr gut. 3 Dukaten und einen Namen. Was für einen Namen? Ja, mein Name. Meinen Namen kennt ihr doch jetzt. Ja, ach, Effendi, Magister Effendi Jamorenes. Es geht jetzt um diesen Gefallen, den ihr uns schuldet. Warum überlasse ich das nicht Kiaras immer? Nun gut. Ja, kannst du dann wieder dein Beutelchen aufmachen und 2 weitere Dukaten reinlegen. Er klatscht dann wieder so ein bisschen in die Hände. Du, Abu, bring den Magister Effendi nach unten. Zeig ihm die Stoffballen. Grummelt so vor mich hin und stapfe diese Leiter wieder herunter aufs Deck. Ja, du siehst dann auch wie so ein kleiner, oh Gott, der ist noch kleiner als Ömer, so 1,55, ganz klein und drahtig. Ist das noch ein Kind? Nee, der ist ausgewachsen, aber gut, auch so ein kleiner zahnloser, beziehungsweise gelbe Stumpen. Die sind schon ziemlich stinkig, möchtest du meinen. Kannst du dann so eine Leiter, ein halbes Stockwerk nochmal nach unten gehen und siehst dann, wie da wohl Jalan vor dir im Stockduster steht, so ein bisschen orientierungslos. Der kleine Dulamide wird da gar nicht drauf achten, sondern gleich wieder weiter nach links schwenken und eine kleine Tür öffnen, wo du dann auch hörst, wie eine Ziege da dann auch herausmäht. Geht einfach Jalan, weiter. Jalan, hilf mir ein wenig. Aber ich suche gerade nach unseren Kurien. Was macht ihr denn hier unten? Ihr habt anscheinend nicht zugehört. Ich suche ein Stück Stoff, um die Pferde vor der Gischt und vor den Prallstrahlen zu schützen. Und das findet ihr nicht alleine? Es ist schwer. Na gut, wenn es denn sein muss. Ja, ihr könnt dann hier so einen kleinen Lagerraum betreten. Ihr seht dann hier auch die Ziege angebunden an irgendein Stück Mast. Also von der Unterseite, da ragt dann wohl der Mast wieder durch das Schiffsdeck hindurch. Könnt dann auch sehen, wie hier viele stinkende Hängematten angebracht sind. So ein paar Seemannstruhen, ein paar Seesäcke, die hier auch angehängt sind. Und einen großen Ballen mit schwarz-rotem Stoff. Jalan, du erkennst, das ganze Ding ist zerschossen. Also da die Segel hingen ehemals im Wind. Einige sind dann auch zerrissen. Und das ist borberadianisches Flakmaterial. Ja, der Tulamide zieht und zurrt da so ein bisschen, kappt da so ein paar Seile und Taue und guckt dann Abelmir erwartungsfroh an. Magister? Doch, dieses Stück müsste reichen. Mit ein paar Seilen. Ja. Wir sollten dies vielleicht nicht unbedingt über den Deck aufspannen. Dann schlagt etwas anderes vor. Ich habe gerade ein Vermögen bezahlt für diesen Stoff. Und nun fürchte ich, man hat euch ganz und gar übers Ohr gehauen. Dies können wir als göttertreue Menschen wohl kaum über Dinge aufzuholen. Aber warum nicht? Wir hissen die Segel doch nicht, sondern... Und trotzdem würden wir mit die Farben... Es hängt waagerecht, man sieht es gar nicht. Trotzdem würden wir mit die Farben der Feinde zur Schau tragen. Ihr setzt euch doch auch keinen alanfarnischen Helm auf, nur weil euch die Sonne auf den Kopf scheint. Wir haben schon ganz andere Sachen gemacht, ey. Erinnert euch. Wir hatten die vor 5 Tagen auch selbst aufgezogen. Manchmal muss man den Feind vielleicht auch täuschen. Ihr habt bitte wie noch gleich? Ihr wisst schon, was wir getan haben. Er zuckt so ein bisschen mit den Schultern. Musst du den Kapitän fragen, Effendi? Vertraut darauf, dass ich dies tun werde. Gerechtigkeit. Aber nee, wenn ihr unbedingt wollt, kriegt ihr das Ding ja wohl aufgehängt. Ich muss... Es ist schwer und ich will nicht. Wunderbar. Ja, ich wende mich ab und gehe auf Deck. Ja, der kleine Tulamide zieht und zurrt so ein bisschen. Also er ist nicht wirklich kräftig, aber er weiß, was er da tut und kann dann nach und nach diese Stoffballen sich irgendwie über seine Arme klemmen. Was machen derweil die anderen? Isaron und Rafim und Oltax?